Ja. Ich bin jetzt nicht so der Riesenredner aus dem Stegreif. Ich schreibe lieber, weil ich da Zeit habe, drüber nachzudenken über die Worte und mir auch dabei keiner zuguckt, wenn ich sie schreibe oder dann lese. Und allein die Tatsache, dass ich mich quasi zeige, passt eigentlich schon so gar nicht zu mir, weil das nicht meine Art und Weise ist, so laut herauszutreten. Und gerade auch mit so einem Wanderweg. Eigentlich immer war ich der Meinung, wenn man die Hand hebt, dann muss man und sich zeigt, dann muss man die Welt gerettet haben, den höchsten Berg bestiegen haben, die ganze Welt umwandert. Darunter, da meldet man sich gar nicht. Deswegen bin ich halt jetzt auch ein bisschen aufgeregt, dass das daraus geworden ist. Und viel geht ja schnell verloren, selbst wenn man schreibt und dann irgendwann wieder liest. Aber was man auf so einer langen Erfahrung oder Wanderung, Reise mitbekommt, da kann man schon viel für, oder kann ich schon viel für mir mitnehmen oder für mich mitnehmen. Deswegen habe ich das in diesem Stil mal einfach aufgezeichnet, damit ich mich an meine Gedanken und Ansagen erinnere, was für mich wichtig ist. Vielleicht für euch, vielleicht freut ihr euch nur über die Bilder, nur über die Natur. Vielleicht ist auch nur ein Gedanke dabei, den ihr spannend findet. Hauptsache, ihr habt jetzt eine gute Zeit. So wie ich. Darüber würde ich mich freuen. Viel Spaß. Tagebuch, 13. August 2020. Ich bin heute Morgen aufgewacht, irgendwie um 4 oder um 5 und im Bett gelegen und gedacht so, Kacke, Scheiße, nee, ich will das nicht. Der Kopf rastet nämlich aus, jeden Morgen schreit er mich an, was das denn soll, warum ich aus meiner schön eingerichteten Komfortzone mich rausbewege, wo ich jeden Tag weiß, was passiert, meinen Gewohnheiten nachgehen kann, die ich mir so schön zusammengebaut habe und das jetzt alles von einem Tag auf den anderen einreiße und nur noch meinem Herz folge, das findet er gar nicht gut. Muss er durch und am besten ja, nimmt das Herz ihn bei der Hand und dann wird das eine gute Zeit. Wie wird man sehen? Aber gut wird das. Und hier fängt der Weg nun richtig an. Genau da. Ganz unscheinbar. Auf geht's. Alter Schwede. Ich bin sowas von fertig. 4 Kilometer. Gerade nur noch gelaufen von innerorts, von der Stadtmitte bis hier in den Sumpf. Und dann habe ich mich gerettet vor den ganzen Mücken. Es hört sich an, als ob es regnet. Sind aber alles Mücken, die ins Zelt wollen. Also dementsprechend, wie ich aussehe, fühle ich mich. Heieiei. Heieiei. Alles miese kleine Genitzen und Mitches und keine Ahnung, wie die heißen. Sind die alle mit reingekommen, als ich ins Zelt gegangen bin? Wie willst du sonst ins Zelt kommen? Eieiei. Muss ich alle töten heute noch. Sonst wird das keine gute Nacht. Scheiße, ey. So.
alle Biester getötet. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr raus. Weil wenn ich jetzt die Tür wieder aufmache, kommen sie alle wieder rein. Also neue. Aber hilft ja nichts. So, ja, ansonsten durchgeballert. Pausen machen war nicht wirklich wegen der ganzen Mücken. Ich möchte nicht von einer Plage sprechen. Oh, doch noch eine da hier. Aber es grenzt da dran. Und deswegen läuft man und geht und geht und geht und bleibt dann mal 5 Minuten stehen, um was zu trinken, und dann geht man weiter. Durch Sumpf noch und nöcher. Und noch mehr Sumpf. Und noch mehr Sumpf. Ja, das Gute ist, eat the frog first. So, das mache ich jetzt die nächsten Tage oder beziehungsweise seit gestern schon. Denn es wird nur noch besser. Das dazu. Gestern noch gewarnt von der guten Frau, die ich Blaubeer pflückend traf. Also sie pflückte. Sie meinte noch, wird sehr sumpfig, weil ich mich für die alte Route entschieden habe. Es gibt eine neue wohl. Habe ich nicht ganz mitgekriegt. Auf jeden Fall ist die alte extrem sumpfig. Und wenn ich alte Holzbalken im Wasser oder im Sumpf liegen sehe, soll ich die doch bitte nicht, oder soll dem doch nicht blind folgen, sondern auch am besten ein bisschen rechts und links davon vorbeigehen. Zack, drin im Sumpf. Ach ja, und aus dem Grund habe ich mein Handy übrigens nicht mehr in der Hosentasche, weil das hätte garantiert Schaden genommen. Und dann stehst du da. Tag ist rum. 2. ganzer Wandertag. Da war viel Schönes dabei. Hätte ich nicht gedacht. Heute Morgen aufgestanden. Um 5 Zelt auf, zack, Mücken. Terror. Von A bis Z. Also gleich alles zusammengeworfen und weg. Und dann, zum Glück, kam der Wind und die Mücken gingen und machte das Ganze dann erträglicher. Ich konnte den ganzen Tag ziemlich dolle sehr genießen. Viel Wind, weit gucken, blauer Himmel, super. Natürlich die raue Landschaft da draußen, ganzen Sumpf und den Mücken, aber das war schon in Ordnung. Joa,
Und jetzt bin ich hier im Reiser-Nationalpark am wunderbaren... So. Jetzt habe ich es vergessen. In meinen Notizen heißt der See 441. Hier heißt er aber in echt Reisiwoppa? Irgendwie sowas dergleichen. Auf jeden Fall, man sieht das hier ja auch im Hintergrund. Ich war ja schon baden drin, habe meine Sachen gewaschen und habe hart mit mir gerungen. Denn das waren heute nur 25 Kilometer und ich hatte mir vorher eigentlich überlegt, ob ich hier bleiben möchte. Also ich hatte mir auf der Karte markiert, dass man hier vielleicht gut zelten kann. Und als ich dann hier war, war es aber erst 2:30 oder 14 Uhr oder sowas und das war schon früh. Aber dann dachte ich mir auch, was soll ich auf Teufel komm raus Kilometer ballern? Ich habe ja genug Zeit. Und so einen Platz wie diesen hier, den gibt's nur einmal. Bei diesem Wetter. Und dann hatte ich mit mir fertig gerungen und habe mich dafür entschieden, hier zu bleiben. Und bis jetzt bin ich damit hoch zufrieden. Und ich wüsste nicht, was sich daran noch ändern sollte. So, illegalerweise koche ich heute im Zelt. Kaum war der Wind weg, waren die Mücken auch schon wieder da. Und damit reicht es mir gerade sehr. Deswegen mache ich das so. Oh, das war geil. Sowas von fertig mit der Welt. Der Wind macht so mürbe. Der macht so mürbe, ey. 10 oder 11 Stunden nur Wind von vorne. Nicht zu knapp. Wenn ich den Wind anschreie unterwegs, bin ich zum einen richtig gut drauf und zum anderen ist der Wind so krass, ey. Ich bin so froh jetzt. Mir reicht's richtig. Bin bedient. War ein mega Tag. Ach, ich bin echt bedient, ey. Und zwar Thema mutig sein. Sagt man ja mehr oder weniger schnell zu anderen, was du da gemacht hast, das war aber mutig. Oder mir wurde auch schon gesagt, so, du bist aber mutig, da alleine raus und so weit, weite Wege und sowas. Und zum Thema mutig, da habe ich den Gerald Hüther mal gehört. Der Hirnforscher, der aber nicht nur weiß, was im Kopf abgeht, sondern sich auch viel mit den Menschen beschäftigt, dem Zusammensein, mit dem Miteinander und so weiter. Auf jeden Fall hat der ein schönes Beispiel gebracht.
wenn die Jungs im Schwimmbad oben auf dem Zehner stehen, dann springen viele runter, um die Mädels zu beeindrucken. Sie sind mutig, springen runter und sagen so, hier, da bin ich. Aber einer davon, der ist überhaupt nicht mutig und springt trotzdem, weil er unbedingt wissen will, wie das ist, sich das anfühlt, 10 Meter durch die Luft zu fliegen und dann im Wasser zu landen. Der braucht keinen Mut. Der will das unbedingt wissen. Und so ist das für meinen Teil auch. Ich bin überhaupt nicht mutig, sondern ich will genau das. Ich will wissen, was ihr draußen passiert, wie es sich anfühlt, wie es mir damit geht, was ich erlebe, wie ich damit umgehe, wie ich reagiere. Das ist null mutig. Das ist einfach nur die Freude dran, zu erfahren, was dann ist. Und deswegen finde ich, wenn man mutig sein muss, dann muss man sich da dreimal fragen, muss ich das wirklich machen? Manche Situationen erfordern das sicher, mutig sein, weil es wichtig ist, das zu tun, obwohl man grundsätzlich das eigentlich unter normalen Umständen vielleicht nicht machen würde, aber es dann halt notwendig ist. Aber per se, wenn man mutig sein muss, dann ist da nicht was, was nicht so ganz rund. Möchte ich mal so sagen. Tatsächlich von 20 Uhr bis 4 Uhr durchgeschlafen, weitestgehend. Irgendwie ist trotzdem heute nicht mein Tag. Schon wieder. Und draußen ist zwar kein Wind mehr und auch kein Regen gerade, aber nass ist es trotzdem. Gut auf jeden Fall, dass ich 100% wasserdichte Schuhe habe. Gore-Tex. Kein Wasser. Auf keinen Fall. Der Norden beweist anderes. Schuhgröße 36, 37. Weiblich. Ein Tag, vielleicht anderthalb, mehr nicht. Dann mal los! Thank you.
Hallo zu Hause für eine Nacht. Das ist doch wunderbar. Großartig. Irgendwie so eine Hütte, wo du ankommst, ist ein Ofen drin. Auf einer Bank sitzen, anstatt auf dem Boden. Ist schon großartig. Und das sage ich nach 3 Tagen. Heieiei. Wie auch immer, ich habe hier dieses großartige Gästebuch gefunden. Und zwar ist da auch ein Eintrag drin, der meine Fährtenleserkunst leider nur zur Hälfte untermauert. Denn, wie erwartet, ist es eine Frau. Allerdings nicht 1,5 bis 1 Tag voraus, sondern nur 1/2 Stunde. Denn als ich eintraf, war sie genau 30 Minuten bereits weg. Von daher ausbaufähig und gar nicht mal so schlecht. Sie schrieb: "Dropped in to leave a trace at 1:40. Continuing to Mollifoschen and then Halti. Lauri." Das heißt, ich werde sie wohl noch antreffen irgendwo. Morgen früh, wenn ich früh losgehe, wahrscheinlich nicht. Da pennt die noch irgendwo und ich werde sie nicht wecken, um sie vorzustellen. Ich denke, das könnte Missverständnisse hervorrufen. Aber da sie auch Richtung Halti unterwegs ist und ich das auch mehr oder weniger auf meinem Zettel habe, könnte ein Treffen durchaus machbar sein. Bisschen trübe heute Morgen und die Nacht war bedingt erholsam, warum auch immer. Hatte mich eigentlich sehr drauf gefreut, ich dachte, das wird richtig gut, war aber nur normal. Nun denn. Weiter geht's im Reisadal. Das wäre diese Richtung. In die trübe Suppe hinein. Lauri wartet ja immerhin, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist so ein krasser Urwald hier. Das ist echt abgefahren. Als gäbe es keinen Weg. Irgendwo versteckt zwischen Fahren und Fahren. Also am Aufstehen muss ich definitiv noch arbeiten, ey. Da kommt irgendwie noch keine Freude auf. Heieiei, ey. Ich glaube 5 oder 6 Grad. Ich habe auf der Karte noch eine Hütte entdeckt. Da war ich jetzt die ganze Zeit auf der Suche nach und hab meinen Orientierungspunkt, der kam und kam nicht, ey. Und ich dachte schon, ey, ich bin nur nass, alles. Und im Zelt geht, wäre aber schon sehr unangenehm, sehr unangenehm. Und dann
Tada! Mega! Das freut so ungemein und ist auch noch so niedlich. Zack! Pam! Mit Ofen und allem Zip und Zap. Ah. Und da werde ich heute bleiben. Hilft ja nichts. Mann, ey. Tag gerettet. Auf in einen neuen Tag. Ja, die Bude war super. Der Ofen hat auch schön gebollert. Ich hatte jetzt, 30 Grad da dann drin. Bisschen Sauna, aber dafür sind die Klamotten trocken. Also alles richtig gemacht. Mal gucken, was heute wird. Auf geht's. Um Gottes Willen, ey. Keine Badelatschen mit. Deswegen lasse ich die Schuhe an. Au. 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 Aua. Anziehen. Was war das Erste, als ich in die Somas Hütte gekommen bin? Ich habe ins Gästebuch natürlich geschaut.
was hier vor mir liegt und tada, Lauri ist nicht da. Mysterioso. Letzter Eintrag ist vom 16. August. Wie auch immer, auf jeden Fall, ja, muss sie einfach hinter mir sein. Weil ohne eine Pause hier drin läuft man die Route eigentlich nicht. Und dann trägt man sich auch hier ein. Ergo werde ich mich jetzt hier eintragen und eine Nachricht hinterlassen, in der Hoffnung, dass sie es mir nachsieht, meiner Sorgen, und sich dann, und ich dann irgendwann mitkriege, was da los war. Ich meine, das kann ich ja nicht so stehen lassen. Irgendwie komme ich ja nie wieder klar, wenn ich nicht weiß, wer, wo und wie diese Lauri war. So. Norwegen, 13.30 Uhr, Finnland, 14.30 Uhr. Gibt's nicht viel zu sagen. Es ist raues Wetter und ich stehe drauf. Ach, schön. Schade, dass ich gerade Pause hatte und noch weitergehe. Gemütlich. Mein Bett für die Nacht. Wer hätte das gedacht? Gottes Willen, eben. Reimen und Witze machen, da bin ich heute. Ja, darauf würde ich Preise mit abräumen. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Mein Wort zum Sonntag: Alles kann, nichts muss. Wie man sieht, schlafe ich jetzt doch im Zelt. Eben noch mega über die Hütte gefreut. Aber dann passierte es, wie im Vorfeld von Ortskundigen angedroht. Die Hütte ist stark frequentiert, weil sie direkt vor unter dem Halti liegt. Dem ominösen erwähnten höchsten Berg der Finnen. Ja, unabhängig davon, dass schon zwei in der freien Hütte waren, saß, habe ich mich auf die Bank gesetzt und da kamen prompt zwei andere noch von rechts und eine Vierergruppe mit riesen Rucksäcken von links. Und da habe ich schon Panik gekriegt. Das war zu viel auf einmal. Da habe ich meinen Rucksack wieder genommen und bin gegangen. Und jetzt, ja, schlafe ich im Zelt. Und das ist doch an sich eigentlich immer die bessere Wahl. Kann ich machen, was ich will. Kannst du mir so warm machen oder so kalt machen, so luftig, so unluftig. Ich sah sie in der Ferne, zwei schwarze Punkte, und habe mich erst erschrocken, um Gottes Willen, Menschen.
Und dann irgendwie sahen die so gleich aus. Und als sie mir entgegenkamen, zeigte sich auch warum. Die hatten das gleiche an. Ich dachte, das machen nur Pärchen in Deutschland. Dem ist wohl nicht der Fall. Gehen die schön auf Wanderung und haben die gleiche Kluft an. Knaller. Nun denn, wahrscheinlich sind die auf dem Weg zu dieser Kleinhütte gewesen. Und hätte ich da schon drin gelegen und die beiden wären da auch rein. Alles kann, nichts muss. Naja. Nee, mein Zelt ist schon gut. Update, Lauri. In dem Hüttenbuch hier habe ich kurz reingelinst, schnell. Da war ein Eintrag drin, auch Lauri. Auf Finnisch. Und mich deucht langsam, Lauri ist ein finnischer Männername. Oder ein Kosename für Laurenz. Wie auch immer. Also, das wirkt mir wie ein Kerl, der irgendwie hier durchs Fell ballert, der kein gestern, kein Morgen kennt. Ich muss mir den Eintrag nochmal übersetzen lassen, der war ja auf Finnisch, das kriege ich nicht hin, verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall, der war schon wieder hier und ist schon wieder weg. Das geht nicht. Oder sie, also wie gesagt, ne? Das Thema ist ja noch offen. Auf jeden Fall habe ich da keinen Eintrag hinterlassen. Das ist mir jetzt auch scheißegal. Mach mit dem Thema jetzt Schluss. Gibt genug andere Dinge, die mich beschäftigen sollten, können. Und zwar, dass ich noch kein Wasser habe und noch zum See runter muss. Zum Beispiel. Ist ja auch schon 19 Uhr. Obwohl sogar schon 20 Uhr sind ja in Finnland. Habe ich schon was zum Wetter gesagt? Die Sonnenbrille sagt alles. Ich bin leicht überfordert. Auf den letzten 15 Kilometern, das ist wie Samstag um 11 in der Fußgängerzone nach Weihnachten. Auf den letzten 15 Kilometern 12 Menschen. Völlig überfordert. Viel zu viel. Da kommt man aus dem unwegsamen Gelände, weglos, brückenlos. Und kaum ist man da, wo es den höchsten Berg eines Landes gibt. Hölle. Menschen. Immerhin auf den letzten In den letzten 6 Tagen habe ich vielleicht 3, lassen wir es 4 sein, 4 Menschen getroffen und jetzt auf einen Schlag so eine ganze Menge. Da vorne sehe ich nochmal 2 Gruppen A3. Also werde ich wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, die 30 Menschen heute noch erreichen. Und ich sehe mich schon gehen und immer weiter gehen, weil überall schon Zelte stehen. Das ganze Fjell, Zelte, Zelt und Menschen und in den ganzen Fußgängerzonen ist niemand mehr, keiner kauft mehr ein, weil alle hier sind. Alle sind hier, die ganzen Finnen. Heute auf den Halti wegen dem Wetter und ich mittendrin.
Boah, gruselig. Gruselig. Heute war nicht mein Tag. Ich glaube, die Sonne war schuld. Ich komme mit eiskaltem Wind besser zurecht als mit voller Sonne. Draußen das Zelt, wunderbare Aussicht draußen, wollte ich sagen. Mega See, mega Wolken, mega Sonne, mega überhaupt. Aber ich kann nicht mehr. Ich will das gerade alles nicht mehr sehen. Welche Aussicht es geht, hier kommt in einem anderen Bild jetzt hier. Sind übrigens mehr als 30 Menschen heute noch geworden. Da kam noch einiges bei rum. Aber wenn ich an die Zugspitze denke, dann ist das hier immer noch einsam hoch 3. Also Zugspitze, das ist ja auch so eine verkaufsoffener Sonntag vor Weihnachten Geschichte. Aber hier in Finnland musst du wenigstens noch was für tun, um den höchsten Berg des Landes zu besteigen. Das ist nicht gemacht, mal eben hin, vorfahren, Gondel hoch, Drink runter, fertig. Selfie war da. Das sind mindestens 4 Tage, die man braucht, um hier auf den Halti zu kommen. Mit schönen Hütte oder Zelt und so, sonst wird das nix. So. Auf jeden Fall, ja. Gute Nacht. Um 7:30. Und die letzten 7 Tage mal zusammengefasst. Das war schon krass. So in die Tour einzusteigen, direkt in die ewigen Sümpfe hinter Kautokeino, man weiß es noch nicht genau, wie sich das ausspricht, direkt echt in die Mücken, in die Wärme, in die Nässe, puh. Dann ins Reiserdalen, mächtig, echt krass, mit Fahren bis zum Kinn, Nässe oben, unten, rechts, links, quer, immer. Mücken natürlich und unfassbar beeindruckend. Und dann geht's hoch ins Fjell, wo tausende Kilometer kann man da weit gucken und eiskalter Wind. Das ist ziemlich viel auf einmal für 7 Tage. Deswegen möchte ich das echt nicht missen. Also das zu skippen oder zu umgehen, wie es viele machen, weil es wegen am Anfang so einfach so fies ist, bin ich froh drum, das nicht gemacht zu haben. Das gehört schon mit dazu und lässt man das weg, ist es ja auch nicht der Nordkalottlen mehr, denn dann fehlt ja ein Stück. Von daher bin ich da schon sehr froh drum. Und da hinter dem See runter liegt Kilpisjärvi, mein Etappenziel.
Trerix röset, nennt sich das ganze Ding. Jetzt bin ich gerade in Schweden. Freue mich, endlich in Norwegen zu sein. Und bin auch schon wieder im schönen Finnland. Aber ich gehe nochmal nach Schweden. Okay, reicht. Guckt euch das mal an. Da schlafe ich, da darf ich heute schlafen. Und ich hier im Moment ganz alleine. Ich fasse es nicht. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich finde es immer noch so krass hier. Das Wetter so, wie es nicht sein sollte. Unfassbar. Und die Hütte, die hat alles. Solar, ein Gasherd, Porzellan, Weingläser, Messer, Löffel, Sitzbänke. Alles. Brauche ich alles nicht, aber es ist alles da. Ist alles da und ich darf hier schlafen heute. Ich will hier nie wieder weg. Hier das Kämmerchen zum Schlafen für 4 Personen hier und 4 Personen da. Eine davon bin ich heute. Hier ist die Wohnstube sozusagen. Echt so krass, Mann. Küche, schön der Gasherd, hier der mega knaller Ofen, Sitzbänke, Tische. Und hier auch nochmal ein Bett, wenn das andere nicht reicht. So. Und dann natürlich nochmal die Aussicht. Also hier sieht es so aus. Mal rausguckt. Das gibt's doch echt nicht, ey. Mann. Und hier, wenn ich in der Küche stehe, dann sieht es so aus. Okay, bisschen sonnig. Jeden Fall echt mega, mega. Ich freue mich richtig. Der Tag danach. Schön dunkel heute Morgen. Da geht's rein. Uiuiuiui. Dicht dran an trockene Füße über den Fluss. Also definitiv ausbaufähig. Ich brauche nur noch die richtigen Müllsäcke. Oder Tüten. Was auch immer. Ja, ob die Idee gut war. Hat keine andere Wahl. Barfuß vielleicht da weggerutscht. Zack, jetzt bums drin. Ja, und so. Ja. Mit nassen Füßen kenne ich mich aber eh aus. Von daher, und es sind ja 11 Grad, ist ja warm, stelle ich, ja wie gesagt, erst in der Sonne, dann unter die Heizung. Überhaupt gar kein Problem.
schon wieder über den Fluss. Auf der Karte war eine Brücke. Und in der Busreisebroschüre stand das auch drin. Wo ist diese Scheißbrücke? Verdammt! Das war übrigens gerade Trick 17. Den wendet man an, wenn die Schuhe eh schon nass sind. Ich habe einfach einen schönen Gefrierbeutel über meine Socken und bin damit in die Schuhe gestiegen. Meine Schuhe sind nass und meine Socken maximal feucht. Das ist wesentlich angenehmer als klitschnasse Socken in klitschnassen Schuhen. So habe ich nur feuchte Socken in klitschnassen Schuhen, die auch noch schön warm bleiben. Das zu dem Thema. Brücken. Brücken, wer braucht denn Brücken? Da, wo der kleine Bach fließt, das ist der Weg. Seit ungefähr bald 10 Kilometern. Schön, dass sie das hier so naturbelassen lassen. Finde ich gut. So, ich bin wieder im Fjell. Ey, das war so eine miese Fickerei, der Weg. Wie ein Fluss nicht quer rüber, sondern als wenn du versuchst, ihn längs zu queren in Flussrichtung. 16 Kilometer flussaufwärts im Fluss. Ei. Ja. Deswegen ist das auch der Nordkalottläden und nicht der Harzer Baunensteig. Ist gar kein Foto, ey. Oh Mann! Meine Herren, ich habe mir überlegt, ich stelle jetzt jeden Tag unter das Motto ohne Sumpf ist es kein guter Tag. Heute war ein sehr, sehr guter Tag. Genau, aber das macht's ja aus. Im Sumpf und in der ganzen Nässe ist es alles zu warm und alles zu nass. Und dann bist du hoch oben im Fjell. Dann ist es viel zu windig und dann ist es viel zu kalt. Und dann gehst du wieder runter. Und dann ist es wieder viel zu nass und wieder viel zu warm.
und damit zurechtkommen. Ich meine, was willst du machen? Kannst ja nichts machen. Und das ist das Besondere daran. Aushalten, annehmen, weitergehen, drüber freuen, drüber ärgern und wieder drüber freuen. Weil alles so ist, wie es ist. Trotzdem bin ich richtig fertig mit der Welt. Meine Herren, ich bin richtig durch. Und jetzt esse ich erstmal Kartoffelpüree. Und dann haue ich mich hin. Nicht zu knapp. Vom Prinzip habe ich ja drauf gewartet. Endlich Schnee. Frohe Weihnachten. Also ich würde ganz klar sagen, es schneit. Ja. Eiskalt am Schneien heute. Und ich bin sowas von froh, dass ich das auf dem Pass vorhin nicht hatte. Wo es einmal oben rüber und hinten wieder runter ging bei der ganzen Steinblockfeldern da. Das will man nicht. Von daher ist das regelrecht eine Idylle hier oben. Alter Schwede. Das war eine Riesensache gerade. Ich bin immer noch ganz euphorisch. Sozusagen. Echt ein krasser Tag. Heute Morgen da über den
über den Eispass rüber, dann ewig wieder nur Steine und weiter und hoch und runter und Schnee und Eis. Und dann irgendwann nur noch ging es irgendwie nur noch runter. So ohne Weg, aber immer rote Punkte schön auf den Felsblöcken. Jetzt, wie jetzt. Irgendwie da runter geklettert. Und dann auf den letzten 5 Kilometern hier auf dem Wirtschaftsweg habe ich Musik auf Ohren getan. Ich habe seit 3 Wochen keinerlei Musik gehört. Das war auch nur so. So stelle ich mir Drogen vor. Echt, das war eine Turbo-Boost, war das. Bin ich geflogen förmlich. Oft kommt auch die Frage, wie hältst du das denn nur aus? Wie hältst du das aus, diese vielen Mücken? Wie hältst du das aus, dass es so immer so kalt ist? Wie schaffst du es nur morgens mit der Sonne in völliger Nässe bei 4 Grad aufzustehen und loszulaufen? Wie kannst du nur mit so wenig Essen klarkommen? Wie kannst du die 10, 12 Stunden jeden Tag gehen? Wie schaffst du das nur? Die Frage, die stellt sich für mich mittlerweile gar nicht mehr. Das heißt nicht, dass es nicht manchmal auch anstrengend ist und nervt und wo ich denke, echt, boah, jetzt reicht's aber. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil so lebendig, wie ich mich hier draußen fühle, mit all dem, wie die Natur eben ist, da gibt's nichts krampfhaft auszuhalten. Das gehört alles dazu. Ich frage mich vielmehr, wie ich alles andere, wenn ich nicht hier bin, aushalte. Da mache ich mir viel mehr Sorgen drüber. Andere Frage ist, die mir auch aufgestellt wird. Ja, du läufst den ganzen Tag und was machst du dann? Es gibt hier kein und dann. Irgendwann gibt es auch keinen Wochentag mehr. Es gibt kein Datum mehr. Manche mehr Uhrzeit gibt es noch, wegen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Aber sonst gibt es hier keinen und dann. Man läuft und dann kommt man irgendwann an und sagt, hier bleibe ich. Und dann setze ich mich hin und dann schaue ich ganz lange raus. Ich schaue auf den See, wenn es den gibt. Ich schaue die Berge. Also hier werde ich ziemlich lange rausschauen. Dann. Auch sehr spannend. Ich glaube, heute ist Tag 18 plus minus. Und auf jeden Fall vor 2 Tagen habe ich mir drüber nachgedacht, jetzt wäre ein guter Moment oder es wäre mal wieder schön, ein längeres Gespräch zu führen. Abgesehen von dem einen oder anderen Hallo. Bisschen mit der Kamera geredet, habe ich die letzten 18 Tage dann schon mal den Mund gehalten und mit mir selber nachgedacht. Auf jeden Fall treffe ich doch gestern 2 Wanderskollegen, Pauli und Mädel und ihr Freund Björn oder Jörn. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall ist das immer mega spannend, mit diesen Leuten sich zu unterhalten, wie die so unterwegs sind. Und Pauli ist seit 5 Wochen hier in Norwegen unterwegs und auf der minimalistischen Seite gelagert. Also die hat echt nur das Nötigste mit. Das ist halt auch der Knaller. Jeder kann ja für sich selber entscheiden, ob er mit 40 Kilo durch die Berge wandert und wirklich alles dabei hat. Wie ich so, der so in der Mitte mit den 20 Kilo hantiert, wo ungefähr ein Viertel Technik ist. Oder sie halt, diejenige, die 6 Kilo hat. Vor allem, für mich geht nichts über ein gutes Zelt. Weil Zelt ist Zuhause, Zelt ist Schutz, Zelt ist
da brauche ich Sicherheit. So, das ist meine Veranlagung, da trage ich halt auch dann 1,7 Kilo, wiegt meins. Pauli hingegen ist mit ihrem Tarp, das ist so eine sehr offene Variante, da ist auch regengeschützt und so und dicht, aber da weht schon sehr durch. Und im offenen Fell, wenn da mal so ein Orkan kommt, kann das schon mal heikel werden. Also Orkan oder heftiger Sturm. Wiegt aber halt auch nur 500 Gramm ungefähr. Und so kann man sich das echt überlegen. Und das war schon ziemlich, ziemlich spannend, immer sich so da auszutauschen. Aber und sie hat das auch, so wie ich mittlerweile das Wandern sehe, glaube ich, angelegt, das einfach entspannt zu machen. Also nicht dieses, ich muss los, das ist der Start, das ist das Ziel und dann baller ich da durch und auf Teufel komm raus, das muss so sein. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, waren wieder auf einer ähnlichen Wellenlänge, wie man Wandern angehen kann. So, ja. Das war auf jeden Fall schön. Schön geredet. Nette Gespräche geführt. So, ich bin jetzt in Abisko angekommen. Ich habe gestern und vorgestern die Wandertage zu einem Ganzen zusammengelegt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, einen ganzen Tag Pause nach 400 Kilometern tut Not. Genau, deswegen fahre ich jetzt nach Rixgrenzen und mache da einen Tag Pause. Und eben war ich gerade noch einkaufen, beziehungsweise wollte mein Paket abholen. Und da gehe ich zum Post-Nord-Schalter und da sagt der Typ mir, Paket? Nee, Kiruna, DHL haben wir hier nicht. Bis man dann das so erläutert hat, erklärt hat, wie das so funktioniert hat und wo man es denn hingeschickt hat. Ach, guck, hier ist es. Und hier ist es, tatsächlich. Mein Proviantpaket für die nächste Woche.
4 Kilo neues Essen. Und jetzt genieße ich die 3 Stunden hier draußen und esse. Und gucke und esse. Und esse wahrscheinlich auch noch was. Darf ich vorstellen, die Paurohüter. Und da schlafe ich heute Nacht. Ist das geil oder ist das geil? Kommt doch einfach mal mit. Ich habe mal wieder keine Fragen mehr. So. Ich bin total unentschlossen. Das Wetter hat sich sehr verschlechtert. Total zugezogen heute Morgen. Eigentlich wollte ich so gegen 6 los. Jetzt ist schon 7. Und ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Warten? Noch ein bisschen? Oder einfach los? Naja, ich meine, man weiß es halt nicht so genau, ob das da noch mal gut wird heute. Also maximal eine Stunde und dann sollte ich wissen, ob ich losgehe oder nicht. Ziemliche Zwickmühle. Schöne warme Hütte oder echtes Wetter. Wie man sieht, ich bin losgegangen. Die Brücke, die gibt es erst seit letztem Jahr und ich bin so froh, dass es die gibt, weil sonst hätte ich nämlich rudern müssen. Wenn alles gut läuft, ist ein Ruderboot auf der Seite, ein Ruderboot auf dieser Seite, dann fährt man rüber, nimmt sich das Boot, fährt zurück und fährt wieder rüber, dass jeder Wanderer immer das richtige Boot hat. Aber wenn der Vorgänger ein Riesenarsch war, dann sind die 2 Boote auf der falschen Seite und auf der anderen Seite ist keins. Und dann kann man sich überlegen, je nach Wetter, wenn der See nicht zu tief ist, dann wartet man. Wenn so alles mies ist, dann muss man 30, 40 Kilometer Umweg laufen. Also von daher, mega Brücke. Danke Norwegen, danke DNT. Schönen guten Abend zu den Nord-Kalottläden Kurznachrichten. Heute die Magie des Weges, eine Kurzgeschichte von Frau und Natur und das Wetter. Oft habe ich ja schon von Stille erzählt und wie viel sie mir bedeutet. Und das liegt daran, dass sie
von meinen Werten ganz oben mit rangiert. Und deswegen geht es mir auch so gut, weil ich hier viele meiner Werte ganz einfach in der Hand habe oder leben darf. Ich meine, Natur, klar, das ist, liegt auf der Hand. Harmonie ist hier ganz einfach. Freundschaft gehört tatsächlich mit dazu, auch wenn ich alleine hier unterwegs bin. Aber die Freunde reisen immer mit. Und je länger ich unterwegs bin, desto näher kommen sie einem immer wieder. Und man erinnert sich, wie wichtig sie einem doch sind. Was Stille betrifft und die Magie des Weges, da geht's mir, oder habe ich gemerkt, dass Stille nicht in, mir nicht nur hilft, wenn es einfach still ist und man nichts hört, ich nichts höre, sondern wenn im Kopf einfach auch mal Ruhe ist. Keine Grübelei, keine Gedanken durchschieben, über nichts nachdenken. Das ist natürlich nicht so einfach ohne weiteres. Aber je schwieriger der Weg ist oder je schwieriger der Weg wurde, desto mehr musste ich mich immer auf den nächsten Schritt konzentrieren. Und das ging teilweise wirklich über Stunden, dass jeder Schritt sitzen musste, weil sonst in den ganzen Blockfeldern und Geröllfeldern und Stein oder bergab im Schlick und Matsch über nasses Gras echt unangenehm geworden wäre. Und da kann man keine Gedanken wälzen oder irgendwelche Ideen hin und her schieben, sondern es wirklich passiert nichts, außer der Gedanke an den nächsten Schritt. Und das entspannt so ungemein den Kopf, wenn da mal Ruhe im Karton ist. Das hat mich so begeistert. Und deswegen gehört Stille für mich halt, oder für mich auch dazu. Nicht nur nichts hören, sondern einfach Stille in mir selber. Und das ist großartig. Wie so vieles hier. Und das ist die Magie des Weges für mich. Weil halt so viel einfach passieren kann, wenn man sich drauf einlässt und einfach mal guckt, was kommt. Man wird sehen. Weiß man halt nicht. Und damit dann umgehen. So, die Kurzgeschichte. Vor ein paar Tagen, man weiß es nicht, waren es zwei, waren es vier, bin ich auch an so einer Cabin-Schutzhütte vorbeigekommen. Und da gibt es oft jemand, der die Hütte betreut. In dem Fall war es eine Dame, eine Sami. Und mit ihr habe ich länger geplaudert, so eine Dreiviertelstunde lang. Und sie hat mir erzählt, dass sie vor kurzem, ist ja halt kurz irgendwie nachts raus, was man halt, warum man halt nachts rausgeht. Und sie hat da ein ganz komisches Gefühl. Irgendwie fühlte sie sich beobachtet und es war ganz unangenehm auf jeden Fall. Aber sie hat nichts gesehen, nichts gehört. Wieder zurück schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen ist sie raus und war wieder so ein ganz komisches Gefühl. Irgendwie Spannung in der Natur. Keine Vögel, total still. Und ja, sie konnte es immer noch nicht richtig einordnen. Und dann ist sie runter zum Fluss gegangen und dann hat sie es mitgekriegt, hat sie es gesehen. Da waren bärenarme Fußabdrücke am Flussufer. So, und finde ich krass einfach, wie die Sensibilität einfach zunimmt von Mensch zu Natur, je länger man draußen ist. So wie es früher vor Urzeiten wahrscheinlich gang und gäbe war, dass der Mensch das wahrgenommen hat, das ist jetzt weitgehend verloren. Aber je länger man draußen ist, desto mehr wird man wieder ein Teil von dem Ganzen, von dem man ja ein Teil ist. So, und was den Bär betrifft, der hat sich wohl ein bisschen verlaufen, denn also der Sarek, der Nationalpark in Schweden, wo Wildnis gelassen wird, keine Wege, keine Hütten, kein gar nichts, da leben noch Braunbären und der ist halt ganz in der Nähe und wahrscheinlich hat er einen kleinen Ausflug gemacht und sich ein bisschen verlaufen. Wetter morgen. Wird man sehen. Gute Nacht. Die Nacht
war irgendwie mäßig. Ich bin immer von der Isomatte runtergerollt. Und da liegt man auf dem Boden und da ist es eisekalt. Das war jetzt kein Fest. Erstes Mal Wettercheck. Was haben wir denn heute im Angebot? Oha. Wolken. Warum auch nicht? Und Mücken. Der Tag war heute, um es mal deutlich auszudrücken, richtig kacke. Ich bin mir so auf den Sack gegangen heute. Immer nur Hunger, immer nur Überlegungen, was esse ich, wenn es vorbei ist, und 3 Wochen reichen doch eigentlich auch. Boah, war das nervig. Und dann, der Weg war heute auch wieder richtig Mist. Das war ein richtiger Misttag. Dann kommt noch Lagerplatzsuche, hat 2 Stunden gedauert. Nur Steine und Bäume. Wie willst du da ein Zelt aufbauen? Und dann die Info noch, mein Pausentag in Ritzem ist gestrichen, weil die Boote so komisch fahren, die mich über den See bringen, damit ich von dort aus weiter wandern kann. Das heißt, ich komme morgen in Ritzem an, schlafe eine Nacht und fahre am nächsten Tag mit dem Boot rüber und dann geht's weiter. Aber dann hatte ich die rettende Idee. Ich habe mir überlegt, ich wandere so früh los morgen, dass ich zum Frühstücksbuffet in der Fjellstation bin. Und dann werden die Augen machen. Nicht zu knapp. Ich rechne mit Kilo Lachs, 14 Brötchen, ich weiß gar nicht, Müsli, 500 Gramm und 500 Gramm Joghurt drauf. So in der Richtung stelle ich mir das vor. Das hat mir nochmal Energie auf den letzten Kilometern gegeben. Jetzt muss der Plan nur noch funktionieren. Zu meinem Plan gestern. Und wie geplant bin ich aufgestanden um 4 unter dem Mond vom Ackermassiv, habe ich mein Zelt abgebaut. Um 5 los mit der Morgendämmerung, die Sonne ging auf, bin ich durchs Fjell gewandert, Richtung Frühstücksbuffet. Und wie geplant wollte ich bis 9 da sein, auf die Minute war ich um 9 Uhr da. Frühstücksbuffet. Die haben nicht mal Frühstück. Aber zum Glück hatten sie einen kleinen Shop. Und deswegen habe ich mir da 750 Gramm Müsli und ein Liter Joghurt gekauft. Cloudberry Joghurt. Gibt es nur hier. Fjell, das sind so Wildbeeren, die sehen so aus wie kleine Wölkchen. In Deutschland verboten zu pflücken. Hier gibt es sie überall. Und deswegen gibt es davon auch Joghurt. Habe ich mir da ein schönes Frühstück gemacht. War auch gar nicht enttäuscht irgendwie. Der Antrieb, dass es ja theoretisch Buffet geben könnte, hat mich schon genug gefreut. Und dann hatte ich ja was zu essen und dann war alles gut. Thank you.
Es gibt in den Hütten immer ein Fach, wo Wanderer ihre Sachen, die sie nicht mehr brauchen, abstellen können. Und ich habe Haferflocken gefunden. Und ich koche mir jetzt hier einen schönen Porridge. Haferflocken mit Wasser und Haferflocken. Und dann brösel ich mir noch einen Cliff Bar rein, den ich noch habe. Ja, das ist so ein Knaller. Da freut man sich ungemein. Über so eine Kleinigkeit, die dem Sattwerden dient und der Hysterie des Körpers den Hunger zu bewältigen. Knaller. Wir schreiben Kilometer 680 bis 700 und irgendwo dazwischen habe ich mein Momentum verloren und seitdem habe ich so keine Lust mehr zu laufen. Es geht mir so auf den Senkel. Ich meine, die Natur ist Knaller. Der Herbst zieht gerade ein, die ganzen Farben. Werden hier orange, rot, gelb und alles dazwischen. Aber gehen geht mir gerade tierisch auf die Nerven. Also hier bleiben möchte ich. Gehen möchte ich nicht. Das Beste ist aber, denn ein großes Highlight habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben meiner Reise. Denn ich liebe Eisenbahnfahren und noch viel mehr liebe ich Nachtzug fahren. Und ich werde dann, wenn ich angekommen bin, in 14 Stunden zurück nach Stockholm fahren. Mit dem Nachtzug. Früher noch mit den guten alten Eisenbahnwagen, wo es die 6 Abteile gab, wo man die Sitze zusammenschieben konnte. Man konnte das Fenster noch öffnen. Da sind wir mit den Pfadfindern immer auf Fahrt gegangen und dann alle Mann rein. Unten lagen 6, 2 oben im Gepäcknetz. Im Gepäcknetz war es am ungemütlichsten, aber komischerweise wollten alle im Gepäcknetz liegen. Und so rumpelten wir durch die Nacht. Und so ist es jetzt ein bisschen auch bei mir. Ich habe allerdings im Schlafwagen ein Bett. Aber trotzdem, wenn das Signalhorn der schwedischen Bahn ertönt und dann über die unbeschrankten Gleise die Bahn fährt und dann bimmelt da das Andreaskreuz. Schöner kann das nicht sein. Schöner kann so eine Reise nicht zu Ende gehen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon mega drauf. Ganz entspannt im Schlafwagen durch die Nacht. Reisen. Ich habe schon Panik gekriegt. Brücke hat's zerrissen und jetzt muss ich durch so einen richtigen Fluss. So bis Hüfte durch und Rucksack auf dem Kopf und sowas. Aber da hinten ist sie, die neue Brücke. Ich hatte also ganz umsonst Panik. Jetzt geht's doch nochmal über den Fluss. Mal wieder, aber diesmal richtig. Schön, Schuhe aus, Hose hoch, ab die Post. Mache ich auch nur, weil das Fluss ein Sandbett hat. Durch Steine würde ich mich das nicht trauen, weil ich da wegrutsche. So, zum Glück kein eiskalter. Doch, ist eiskalt. Ist eiskalt. Puh. Ja. Genau, auf den letzten Meter noch im Schlick versinken oder was? Komme ich die Böschung nicht hoch? Verdammte Axt. Ah.
geschafft und wach. An dem Fluss, wo ich die Schuhe ausziehen muss, wo es sich lohnt, lassen sie mich hängen. Aber über dieses kleine Ding hier bauen sie eine Brücke. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Aber sowas von. Diese Schweden. Das, was ich neulich über die Magie des Weges gesagt habe, da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Mir geht's gut dabei, ich bin im Gleichgewicht. Weil die Frage, was es mir bringt, überhaupt nicht zählt. Die gibt es gar nicht. Das schafft ein total schönes Gefühl und Gleichgewicht. Und der Norden ist irgendwie auch ein Freund von mir geworden. Bin ich früher noch so manchen Wanderweg einfach nur gelaufen, um am Ende anzukommen, laufe ich nun nur noch, um da draußen zu sein. Niemals gegen den Weg oder die Natur, immer mit dem Norden, der es ja auch zulässt, dass ich dort sein darf. Ob ich dieses Gefühl und Gleichgewicht halten kann, wenn ich wieder zurück bin, da wo es immer viel zu hell, immer viel zu laut und immer viel zu schnell ist, das wird man sehen. Schön wäre das, damit es eben nicht passiert wie andere Wanderer, die dann zurückgekehrt sagen, das ist ja wie eine Droge da draußen. Und Droge unterstellt immer, dass in ihrer Abwesenheit alles daneben ist, alles Mist und ich einen Mangel habe, der beseitigt werden muss. Und dass ich halt nicht vergesse, dass die Idee von dem immer mehr haben, nichts wirklich besser macht. Dass wahre Ratgeber eben nichts kosten. Die Stille, die Kälte und der Regen zum Beispiel, die Anstrengung und der Hunger. Die Sonne und all die Freude natürlich nicht zu vergessen. Das alles ist etwas, das kein Ende braucht, ja überhaupt kein Ziel hat. Weil es mein Anliegen ist, so zu leben. Grundsätzlich ist ja alles gut. Es ist alles gut. War es auch schon immer. Das ist meine Magie des Weges. Damit ich nach Kvikkjokk komme, muss ich mir noch ein Boot bestellen. Weil man da nicht anders hinkommt. Also es wäre wieder so ein 4, 5, 6 Tage Umweg. Und alle fahren immer die letzten Kilometer mit dem Boot. Und da muss ich einmal anrufen. So. Hey. Der Herr Alex von Tyskland. Tala svenska inte blå. Kan vi tala engelska? Blå, tack. I would like to ask for a boat for tomorrow at 12 from Bobecken to Kvikkjokk. It's possible. Great. That's what I want. Thank you. So, see you tomorrow at 12 at Bobecken. Tack så mycket. Hej då. Einfach mal ein Boot bestellt. Ein Knaller. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. So. Das dazu. Alles da. Im Zug duschen. Das ist immer ein Knaller. So, jetzt reißt aber auch. Fahr los, Zug.